Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde A Wizard's Lizard und damit auch zur letzten Runde auf diesem Kanal, beziehungsweise zum letzten Video auf diesem Kanal, denn ich höre nach diesem Video auf mit YouTube. April, April! Okay, hätten wir das auch erledigt und wir spielen einfach. So, keine Ahnung, heute ist April und jeder hat gesagt, er hört auf mit irgendwas, also höre ich auch auf, ja, aber doch nicht, witzig. Okay, egal. So, wir spielen auf jeden Fall wieder A Wizard's Lizard. Versuchen, wie gehabt, wieder mal... Oh nein. Bist du sauer auf uns? Noch nicht. Wollen wir ihn angreifen? Ich glaube, das ist cooles Zeug hier, was der hier hat. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich traue, den Shopkeeper anzugreifen. Lassen wir mal erstmal noch, bis wir irgendwas Gutes bekommen oder wissen, was denn überhaupt diese Items machen, die da überhaupt sind. So, ja, auf jeden Fall wollen wir wieder unseren netten Zauberer retten. Weil, dann können wir ihn auch spielen. Und wenn wir den Zauberer spielen können, dann ist alles gut, glaube ich. Weil der Zauberer... Hä, wieso ist der gleich schon tot? Komischer Typ. Der Zauberer kann weiter schießen, soweit ich weiß. Also denke ich mal. Der hat halt Magie und Magie ist toll. Aber warum ist der jetzt schon tot? Den haben wir nicht mal getötet und der war schon tot. Aber das ist so viel wert hier. Das sind 35.000 Münzen, die hier wert sind. Dafür müssen wir nur einmal den Shopkeeper angreifen. Ha. Diese Entscheidung, ich weiß es nicht. Was soll ich nur tun? So, ich stelle erstmal ein Totem auf. So. Na, was wollt ihr tun? Ihr könnt nichts tun. Denn ich bin des Wizards Lizard. Yay. So. Und was bist du denn für eine Truhe? Aha. Rote Trickster-Touched-Handschuhe. Waren die Schuhe nicht auch eben noch rot, die da waren? Dann müssen wir vielleicht doch gegen den Shopkeeper kämpfen, weil dann müssen wir uns natürlich in der richtigen Farbe einkleiden. Dann wären wir ganz rot. Zumindest fast. Ja, doch. Und ich denke halt, dass dieser Wams, der da war, eben beim Shop, dass der eventuell, wenn es einen Gegner trifft, so wie der Dornpanzer ein LOL ist, wenn ihr den kennt. Das heißt, wenn uns jemand angreift, dass er dann auch Leben verliert oder sowas. Ist zwar dann nicht das beste Item, aber... Ja. Nö, wäre wirklich nicht das beste... Keine Ahnung. Dann sterben halt die Gegner, wenn sie uns angreifen. Höchstwahrscheinlich. Aber wenn das schon 10... Nee, wie viel... Hat das 20.000 gekostet gehabt? Auf jeden Fall war das teuer. Wenn das schon so viel kostet, dann muss das ja eigentlich auch recht gut sein, oder? Man weiß es nicht. Oh. Gegner! Okay. So, aber diesmal werde ich mich auf jeden Fall mehr anstrengen, dass wir nicht allzu schnell sterben. Beziehungsweise, dass wir gar nicht sterben. Obwohl, einmal dürfen wir ja sterben, aber dass wir halt nicht ganz Game Over gehen. Sagen wir es so. Damit ich halt endlich mal was freischalte. Bin nochmal gespannt, wie der zweite Boss aussieht. Weil der erste Boss ist ja jetzt irgendwie immer dieser komische Ritter. Oh Gott, ich hätte das Ding nicht aufmachen sollen. Und was der zweite Boss ist, weiß ich nicht. Und ob sich vielleicht auch der erste Boss abwechselt, kann auch sein. Also bisher war es ja immer der Ritter, aber der hatte dann verschiedene Angriffsmuster. Ich will mal neue Gegner sehen. Ganz viele neue Gegner. Los, los. Ab in die dritte, zweite, fünfte Ebene. Oh, Geld. Geld. Oh. Mein Geld. Mein Schatz. Ja. Und sonst so, heute ist 1. April. Habt ihr irgendjemanden einen April-Scherz gemacht? Oder so? Mein Vater macht immer richtig die blöden April-Scherze. Und ich glaube, deswegen mag ich das auch nicht so gerne. Aber ja. Damals hat er dann halt immer die Uhr vorgestellt oder so und hat gesagt, ah, du kommst zu spät zur Schule. Und dann bin ich halt drauf reingefallen. Das war nicht nett, aber witzig. Total. Der Boomerang schon wieder. Oh, geil. Ich mag den Boomerang, habe ich das schon mal gesagt? Okay, hier könnten wir uns wiederbeleben. Wollen wir dann... Nee, das bringt uns eigentlich nichts. Nee, nee, wir kämpfen nicht gegen ihn. Nicht für Essen. Für Essen, nö. Wir brauchen schon Essen. Wir sind ein Lizard. Wir brauchen kein Essen. Aber der Boomerang ist auch richtig cool. Jetzt können wir einfach alles kaputt machen. Müssen dann nicht mehr hinlaufen und kriegen trotzdem das ganze Geld. Okay, wollen wir uns töten lassen? Dann kommen wir nämlich an die goldene Truhe ran. Weil nur im... Schaman Glows? Totem Power. Und was hat dieses Trickster-Zeug gemacht? Moment. Irgendwie Trickiness. Decrease Attack Cooldown. Trickiness ist einfach nur, dass man schneller angreift, oder? Bringt uns an sich aber nichts mit dem Boomerang. Deswegen lasse ich das einfach mal hier. Und wo ist jetzt hier ein Gegner?
Oder müssen wir irgendwo raufgehen? Ach, da ist eine Platte. Aha. Habe ich gesehen. So, jetzt ist die Frage, ob wir uns töten wollen, damit wir an die goldene Truhe rankommen. Da kann ja an sich eigentlich was Gutes drin sein. Au. Diese Angry Owl da, diese weiße Eule hier. Aua, die habe ich übrigens als Steam Emotion. Toll, oder? Finde ich auch. Finde ich super. Ist zwar viel zu klein, aber ich hab's trotzdem. Steam Emotion ist voll toll. Au. Okay, irgendwie ist unser Schaden nicht ganz so toll. Könnte besser sein. So. Na gut. Schon wieder die letzte, okay. Weiß ja auch jemand. Oh nein, Piccolo. Ich habe Angst vor Piccolos. Piccolos sind schlimm. Die sind böse und schlimm. So. Böse Unterweltler. Oh, diese Angry... Angry Oils sind auch voll schlimm. Oh Gott, wieso kommen die jetzt so häufig? Naja, ein rohes Fleisch für uns. Lass mich gehen. Und dritte Ebene. Irgendjemand meint... Nee, Anpu meinte, die kleine Kuh, meinte, dass das Spiel langsamer ihn erscheint. Jetzt wollte ich mal fragen, ob ihr das auch langsamer seht. Also, eigentlich gehen die Ebenen ja schneller, aber vom Angriffsmuster und so meinte er halt, dass das irgendwie langsamer wirkt. Als Isaac jetzt. Kann gut sein, aber eigentlich gehen die Ebenen ja schneller. Also... Ja. Wo ich hier rüber? Eine Kerze. Die Kerze war eigentlich ganz cool, oder? Die hat unsere Obst-Dinger besser gemacht. Unsere Soul-Obst. Aber wir haben sowas noch nicht, deswegen hole ich mir das. Aber ich kann mir eigentlich mehr kaufen. Wollen wir uns mehr Leben holen? Ha, wir kaufen uns die Kerze. So. Dann haben wir alles. Mehr brauchen wir nicht. Solange wir hier nicht eingekesselt werden, wollte ich sagen. Ist alles gut. Gut, wir müssen auf jeden Fall auf diese ganzen... Ein Werwolf! Den kann man, glaube ich, auch spielen. Aber erst als letzten Charakter. Aber das wäre richtig cool. So einen Werwolf zu spielen, finde ich richtig cool. Vor allem, wenn wir dann dieselbe Fähigkeit hätten. Spike Gauntlet. So, jetzt können wir mal gucken, was diese Spike-Dinger machen. Increased Attack. Ah, diese Spike-Dinger machen also einen immer stärker. Das heißt, dieser Wams, der da war, dieser Spiky Wams, hätte uns wahrscheinlich auch stärker gemacht. Und schon wieder der Zombie-Warlord. Nimm das! Und das. Ah nein, das ist der. Oh nein. Warum ist das der? 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 Den mag ich überhaupt nicht. Der ist echt richtig blöd. Den anderen mag ich lieber. Viel lieber. Aber okay. Ja. Naja, egal. Hier, nimm den Toten, nimm alles. Oh Gott. Shit. War hier irgendwo noch... Konnten wir uns hier irgendwo wiederbeleben? Hat das jemand im Gedächtnis? Ich nämlich nicht. Kann man irgendwie die Karte angucken? Ah ja. Nee. Schade. Okay, hoffen wir einfach, dass wir in der nächsten Ebene irgendwie... so einen Kreis bekommen, dass wir uns wiederbeleben können. Okay, hier sind schon mal ein paar Leben. Gifting, Helm. Der war alles mit. Was bringt der Helm? Increase Trickiness, Increase Totem Power, Equip to Head. Was ist denn Trickiness? Ich weiß es immer noch nicht. Egal. Wir haben auf jeden Fall volle Leben als zwar Toter, aber immerhin. So. Ich hoffe einfach, wir bekommen noch irgendwie so ein Ding, wo wir uns wiederbeleben können. Der Dreizack, den hätte ich gern, den hätte ich wirklich gern, aber wir haben noch keine Schuhe, das heißt, ich kaufe die erstmal. Wizard Shoes. Machen wahrscheinlich Soul Power mehr, ja. Okay, haben wir sogar Schuhe. Toll. Okay, wir müssen irgendwie... Dass der Dreizack so viel wert ist, hätte ich aber auch nicht gedacht. Oh, aber der war auch richtig cool. Okay, wir müssen irgendwie uns den Dreizack leisten können. Irgendwie, egal wie. Und wir müssen das überleben, natürlich. So. Na, so viel Geld fehlt eigentlich gar nicht mehr. Kann man eigentlich gut schaffen? Ist da eine Tür? Nee. Ich dachte kurz, da wäre rechts eine Tür gewesen, ist aber gar nicht.
Aha, 18.000, fehlen noch 10.000. Das andere Ding soll stärker sein? Wieso kostet das 20.000? Ist das nicht dieses Messer, das so richtig langsam fliegt, aber dafür voll viel Schaden macht? War doch das, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Macht der Gegner irgendwas? Nö. Also eigentlich laufe ich immer selber in die ganzen Dinger rein. So. Ja gut, wir brauchen irgendwie Geld. Wo kriegen wir denn jetzt Geld her? Da ist ein bisschen Geld. Oh. Ganz viel Body. So. Okay, läuft doch. Wo ist hier noch ein Gegner da? Noch mehr? Da ist immer noch ein Zombie. Stirb, Zombie. Was sind das? Ich weiß immer noch nicht, ob man darüber. Okay, darf man. Aber sind anscheinend Stacheln. Gut zu wissen. Okay, 7000 Gold nur noch. Ist ja easy gemacht. Easy peasy. Easy peasy, kriegen wir locker hin. Glaube ich. Also irgendwie kriegen wir richtig viel Geld in der Ebene. Also wüsste ich nicht, warum wir es nicht hinbekommen sollten. Wenn wir jetzt in jedem Raum so 2000 Gold noch bekommen, dann wäre schön. So, ist wahrscheinlich eine Fake-Truhe, ja. Habe ich mir schon fast gedacht. Bam, 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 badam, badam, boom, badam, boom, boom, boom. Oh, ganz viel Geld. Okay, das kann vielleicht sogar schon lang. Nee, kann nicht lang. Verdammt. Warum langt das nicht? Oh. Da dachte ich, der wäre schon tot. Das Gute ist, wir müssen dann nicht mal rübergehen und können trotzdem das Geld einsammeln. Kann man auch diese Orbs. Oh, Tatsache. Okay, man kann also alles einsammeln. Finde ich ganz cool. Und ich frage mich, ob aus diesen Spawnern. Oh, unendlich Leute rauskommen können. Oder ob das auch irgendwann erschöpft ist, so wie diese. Wie diese Totengräber. So. Kann der einen überhaupt verletzen, dieses Viech hier? Ich glaube nicht. Okay. Aha, da ist noch ein Gegner. So. Ist da einfach noch ein Gegner. Haben wir jetzt alle besiegt? Ja. Hier schon der Ausgang. Okay, könnte knapp werden mit dem Geld. Aber eventuell. Oh, eventuell schaffen wir das. Und wir müssen uns irgendwie nochmal wiederbeleben. Irgendwo. Stirb du. Und du auch. Sterbt alle. Alle. Oh. Alle sterben. Du auch. Ach, hier ist wieder so ein Ding. Ach so. Wieder eine. Okay. Oh, wir brauchen nur noch 200 Gold. Komm, das kriegen wir wohl hin. 200 Gold? Nein? Ist da Gold drin? Hä? Ah, okay, wir haben genug. Wir haben genug, wir haben genug. Wir gehen zurück. Wir kaufen uns den Dreizack. Easy. Easy. Geil. Hat gerade so gepasst. Nice one. So, nochmal kurz verletzen. Schade. Habe ich nicht hinbekommen. Oh nee. Okay, sonst hätten. Eine Bombe! Ah, toll! Das ist super. Ich mag Bomben. Wenn wir noch ein bisschen Geld sparen, dann könnten wir uns sogar noch das andere Ding hier holen. Das ist teurer. Ja, komm. Wir machen nochmal kurz die beiden anderen Räume hier. Vielleicht kriegen wir 20.000 zusammen. Ich denke sogar ziemlich sicher, dass wir das zusammen bekommen. Oh, andere Schuhe, ich glaube, die sind besser. Schamanenboots. Möglich ist das, dass die besser sind. Oh, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Auch ein gutes Angebot, muss man ja sagen. Feuerring, warum nicht? Trickster, wir sind jetzt voll der Trickster einfach. Oh nein. Warum bist du ein Gegner? Na gut. Wir brauchen trotzdem Geld. Okay, pro Gegner, den wir töten, kriegen wir ja irgendwie noch 50 Gold. Und daher besiegen wir hier einfach mal ein paar Gegner. Und hoffen, dass wir dann genug Geld haben. Nee.
So. Ja, ein bisschen Gold fehlt noch, aber wir haben auch noch einen Raum da, also. Könnte eventuell noch was werden. Sonst könnten wir uns ein paar Schlüssel holen, 3 Stück, und hoffen, dass da dann gute Items rauskommen. Oh Gott, die konnten was, oder? Oder konnten die auch nichts? Konnten die sich echt nur in diese Fake-Dinger verwandeln? Okay. Ich hätte gedacht, die können bessere Sachen. Aber scheinbar nicht. So. Du. Das ist alles hier fake. Alles fake. Dieser ganze Raum ist fake. Ein einziger April-Scherz. So, alle tot? Immer noch nicht. Wer ist noch fake? Achso. Ah. Die sehe ich immer erst zu spät. Naja. Okay, das ist zumindest ein bisschen Geld. So. Ich habe Angst, dass wir jetzt schnell sterben, weil ich hier die ganzen Räume noch abgehe. Darauf habe ich nämlich ehrlich gesagt keine Lust. So, wo scheint der? Wo ist der erschienen? Weiß man nicht. Hä? Wie? Da können. Oh. Da kann Zeug rauskommen, das einem weh tut? Dein Ernst? Okay, wir brauchen richtig, richtig dringend Hilfe. Richtig, richtig dringend so ein Zirkel. Jetzt frage ich mich, ob es vielleicht in jeder Ebene so einen Zirkel gibt. So ein Kreis. Wo wir uns drauf aufheilen können. Oh nein. Oh nein. Ich hätte einfach nur das Schwert kaufen sollen. Oh nein. Oh Mann. Dieses blöde Spiel. Warum ist das so schwer? Ich habe nicht mal wieder was gerettet. Nie rette ich was. Und nochmal. Easy peasy. Ah. Ich hätte einfach diesen Dreizack kaufen sollen und dann wäre gut. Beziehungsweise, ich konnte mir ja sogar das Schwert leisten. Das riesige. Und dann wäre einfach gut gewesen. Aber nein, ich musste den Zirkel noch suchen. Wieso nenne ich eigentlich Zirkel? Ja, halt so ein Kreis. So ein Kreis. Oder kriegt man die nur einmal alle 3 Ebenen oder sowas? Da gehe ich gar nicht erst rein. Wer braucht schon Gold? Wenn ich was im Shop haben will, dann töte ich die Leute einfach. Hallo, Shopkeeper. Hallo, komische Sachen, die wir nicht brauchen. Hallo Geld und hallo Gegner, wahrscheinlich, ja. Na, ja gut, die erste Ebene ist natürlich noch recht simpel. Die zweite ist ein bisschen, das wird immer härter. Die zweite ist schon recht anspruchsvoll, würde ich sagen, aber geht auch noch. Aber die dritte ist am schlimmsten. Bin ich überhaupt schon mal in die dritte gekommen? Ich weiß es gar nicht, ich glaube nicht. Ah. Komm schon. Wir spielen jetzt heute so lange weiter, bis wir den Magier freigeschalten haben. Auch wenn das 5 Stunden dauert. Ich schalte ihn jetzt heute frei. Okay. April, April. Kann ich halt immer noch sagen, wenn ich das nicht schnell genug hinbekomme. Haha. Heute darf man einfach alles Mögliche machen und wird dafür nicht bestraft. Weil man einfach April, April sagen kann. Bester Plan ever. Ja gut, die erste Ebene geht echt immer richtig schnell. Die geht nur 2-3 Minuten und ist man mit da durch. Ist krass. So, brauchen wir nicht. Wir haben noch volle Leben. Die Betonung liegt auf noch. Oho. Ich kaufe mir auf jeden Fall die Karte. Tunic of Speed. Ach stimmt, die könnten wir uns auch mal in der Stadt angucken. Wir haben ja diese Blaupausen. Genau. Dann können wir die da irgendwie herstellen. Aber ich glaube, dafür brauchen wir auch Geld. Und dafür haben wir zu wenig Anfangsgeld. Kann das sein? Kann gut sein. Kann sehr gut sein. Also irgendwie mal neue Leute befreien, würde ich sagen. Aber wir finden ja keine mehr. Dafür müssen wir mal ein bisschen weiter kommen, ist die Sache. So. Naja, diesmal schaffen wir das ja auf jeden Fall. Ist irgendwo ein Gegner? Nee, doch. Hä? Ach ne, wieder so ein Stachel. Also so eine Platte. Ich sehe die echt immer viel zu spät. Ich denke immer, dass die gehört einfach zum Raum dazu. Aber tut sie ja gar nicht. So, das machen wir jetzt voll schlau. Haha. Ja, voll schlau. Wurde auch nur einmal getroffen. Ich sollte auch öfters diese Soul Orbs einsetzen. Wenn ich irgendwie in Bedrängnis komme. Die vergesse ich immer.
Die sollte man echt verwenden. Okay. Können ja nämlich doch recht gut helfen, wenn man sie denn richtig einsetzt. Aber irgendwie bin ich einfach noch zu schlecht für das Spiel, wie es mir scheint. Ihr könnt mir auch gerne Tipps geben, wie ich in diesem Spiel besser werde. Oder ist das hier auch nur... Wahrscheinlich. Einfach nur... Training. Genauso wie bei Isaac. Isaac konnte man ja auch am Anfang fast überhaupt nicht. Na doch, ich schon, weil ich bin ein Profi, aber trotzdem. So, money, 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 ganz viel money. Ist halt auch die Frage, ob man wirklich durch jeden Raum durchgehen sollte und dann halt... Okay, das war klar, dass das Falschraum ist. Und dann halt irgendwie riskiert, Leben zu verlieren. Oder ob man recht schnell einfach durchgeht und dadurch dann einfach nur die Bosse besiegt und dafür dann aber weiterkommt. Dann kriegt man natürlich weniger Geld und... Oh. Jetzt sammle ich mal schnell ein. Oh Gott. Nee, Totengräber, diesmal nicht. Weniger Geld und kann sich dadurch dann auch weniger Sachen kaufen, aber wenn man dadurch länger überlebt, ist das vielleicht sogar eine bessere Taktik. Apropos Leben, ich bräuchte mal ein paar Leben. Oh, wir sind gleich schon wieder tot. Das finde ich schon wieder schlecht. Oh, wir können einen Typen retten. Okay, oberste Priorität, den Typen retten. Wir haben dich gerettet. So. Scheißegal, ob wir jetzt sterben, wir haben einen Typen gerettet. So. Oh Gott, sind hier viele Gegner. Warum? Vor allem diese Eulen. Die sind richtig schrecklich. Ich hasse euch, Eulen. Ich hasse euch. Und dann geht's hier nicht mehr weiter. Naja, wir haben einen Typen befreit. Heiß, hat sich schon gelohnt hier. Oh Gott. Ah, jetzt müssen wir natürlich wieder gegen die ganzen Leute hier kämpfen. Meh. Ist hier vielleicht irgendwo ein Kreis auf dem Weg? Wäre ganz schön. Wir sind jetzt in der zweiten Ebene, oder? Und haben jetzt schon so viele Leben ver... Oh, wow. Wir haben noch nicht mal den Boss besiegt. Oh, das ist so schlecht. Es ist so schlecht. Ach, der kommt sofort zu uns, wenn wir ihn einmal... Okay. Aggressives kleines Eulchen. Wow. Die sehe ich halt auch immer richtig spät. Und meistens ist es dann schon zu spät. So. Oh, hier gibt es auch schon wieder solche Eulen. Wie, ich rede einmal von den Eulen und jetzt kommen die einfach die ganze Zeit. Kann euch dann eher Zeit. Okay, wir müssen die dreimal treffen mit dem Anfangsschwert. Auch gut zu wissen. So. Wie groß halt auch einfach die Ebene ist. So, solange wir die Eulen nicht angreifen, die Aggressiven, tun sie uns auch nichts, oder? Glaube, das ist so. Das heißt, wir konzentrieren uns erstmal auf die anderen Gegner. Okay, das hat ja richtig gut geklappt, auf jeden Fall. Oh, Fleisch. Oh, ein Gegner. Könnten wir bitte noch ein bisschen Fleisch bekommen? Ich bin am Verhungern. Eigentlich bin ich gar nicht am Verhungern, aber ich habe so wenig Leben. Aber sagt es den Gegnern nicht. Hä? Hier war auch falsch? Und dann geht's hier nicht mehr weiter. So ein Bullshit. Okay, wo waren wir denn noch nicht? Wo müssen wir denn noch hin? War im Shop vielleicht? Hatten wir schon den Shop? Ich weiß es nicht. Aber war da. Warte, hatten wir einen Shop? Kann man hier. Man kann nicht. Die Karte ist voll doof. Kann man die nicht irgendwie scrollen oder hier ist ein Shop? Oh, wir haben noch gar nichts. Was ist denn dieses schwarze zum Beispiel? Iron Gauntlet. Increase Maximum Health, equip two hands. Ja, gut. Kann man mal machen. Kann man machen. Wollen wir ihn angreifen und sterben? Na gut, dann lieber nicht. Piccolo, sei nicht so böse. Könntest du Obst und so, bitte? Obst? Hat hier jemand Obst? Wow. Okay. Man muss einfach nur wissen, wie die Mechanik von den Viechern ist und dann ist alles gut.
Siehste, alles easy. Was kriegen wir? Oh, Schnelligkeitsboots. Pff, Schnelligkeit ist auch mal gut. Dann kann man den Leuten nämlich besser ausweichen. Wir sind beim Boss online. Bitte sei nicht dieser komische Boss, der. Oh, werden wir ja gleich sehen. Na, na, wie schießt du dein Zeug? Okay, das ist gut. Das mag ich mehr. Wir haben leider keine Orbs. Und sind tot. Das heißt, wir müssen gegen mehr Gegner kämpfen. Und das heißt, wir sollten vielleicht erstmal diese Dinger hier kaputt machen. Aber immerhin ist das der einfachere von beiden. Die ich bisher gesehen habe, zumindest. Ein Apfel! Gib mir den Apfel! Ich will den Apfel! Gib mir den Apfel! Gib mir den Apfel! Gib mir den Apfel! Yay! Wir haben Apfel gefunden. Au. Alter, sind die viele Gegner. Oh Gott, der trifft mich auf jeden Fall, ja. Ah, ich bin so schlecht in diesem Spiel. Warum ist das so? Ich finde das doof. Der trifft mich doch garantiert schon wieder. Oh, wie weit geht er denn? Okay, der ist gar nicht leichter. Ja doch, also ich finde ihn trotzdem noch leichter, aber irgendwie ist er gar nicht so viel leichter. Ich stell das Ding jetzt auf. Und mach den ganzen Schaden. Oh, nee, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh, wir müssen. Wow. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Hilfe. Okay, irgendwie bleibt er aber in der Mitte. Immer so schlecht. So, hier. Oh. Haha! Das war gut. Stirbt er? Nein. Okay, diesen Dash kann man eigentlich auch voll gut einsetzen. Für einige Sachen. Okay, haben wir besiegt. Easy. Easy. Hoffentlich kriegen wir gute Sachen. Bitte gib mir gute Sachen. Ein paar Leben wären ganz schön. Leben. Ah, danke. Was bist du für ein Totem? Soul Totem? Was macht der Soul Totem? Blast Enemies with Undead Magic equipped. Undead Magic. Und was bist du? Wave Totem? Blast Enemies with Powerful Wave. Nehmen wir das Untoten-Ding mit. Untote sind immer gut. Ich weiß doch gar nicht, welcher davon stärker sein soll. Oder sind die alle gleich stark? Jetzt haben wir, das wäre halt eine Welle und das, was wir jetzt haben, ist irgendwie mit Seelen, weiß ich nicht. Aber wir sind in der zweiten Ebene sozusagen angekommen. Also für mich ist das hier, ist das jetzt eine zweite Ebene. Alle drei Ebenen ist eine neue Ebene. Ja, machen wir. Wir kaufen zwei Stück ein. Na, bist du echt? Was ist das denn? Head of Speed. Ach, das ist ein Hut. Ja gut, okay. Noch ein Schlüssel, kostenloser Schlüssel. Was bist du? Okay, können wir mal mitnehmen. Schau mal, nee, 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 nee. So, nur, ne ah, nur nicht den Shopkeeper angreifen. Okay, macht das irgendwie weniger Schaden? Moment. Kann das irgendwas Schönes? Decrease Attack Cooldown, equipped. Das heißt, das ist genauso stark wie das Ding hier. Well balanced. Aber man kann schneller schießen, oder wie? Ich weiß es nicht. Ich nehme es einfach mal erstmal mit. Und wenn wir zu wenig Schaden machen, also wenn es mir vorkommt, dass wir zu wenig Schaden machen, oh, dann können wir es ja wieder wegschmeißen. Nee, ich glaube, das ist genauso stark wie das andere Ding. Passt also. Was ist die Ebene hier so? Okay, der Speer ist natürlich noch cooler.
Nehmen wir den Speer mit, den kennen wir wenigstens. Jetzt sind wir stärker gegen diese blöden, fiesen Eulen. Und können halt richtig weit schießen. So. Ja, die Reichweite ist halt echt geil von dem Ding. Oh, eine Banane, volle Leben. Und wir konnten sogar mehr Leben haben, weil wir irgendwas anscheinend aufgesammelt hatten. Dass wir mehr Leben haben können. Okay. Ein Schlüssel war da, glaube ich, noch. Den könnten wir uns also nochmal holen, wenn wir gleich 5000 Gold haben. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich hier reinkomme. Aha. Habe ich gefunden. Hä? Werden die Zombies stärker? Werden die tatsächlich, oder? Die haben mehr Leben als vorher. Auf jeden Fall mehr als in der ersten Ebene. Aber aussehen tun die, glaube ich, trotzdem gleich. Das ist ja assig. So. Das ist so gemein. Die sieht man immer so spät. Vor allem, wenn die Ebene halt so richtig groß ist. Diese Viecher da unten. Oh nein, ich wollte das gar nicht machen. Ich sterb. Gut. Erstmal das. Dann holen wir uns hier unsere Seelenhilfe. Sieht genauso aus wie das Ding, das wir am Anfang hatten. Naja, gut. So. Ah, wir müssen dieses Ding da oben kaputt machen. Solange wir noch volle Leben haben, ist ja alles gut, aber... Wir kennen das Spiel, ja? Die Leben sind relativ schnell weg. Einfach nur ein Raum voller Eulen und pff, schon habe ich verloren. Ah, das ist noch so ein Ding, okay. Stirb, du komischer Knochenhaufen. Danke. So. Okay, haben wir die Ebene immerhin auch schon geschafft. Sind wir, so weit sind wir schon mal gekommen, oder? Ich glaube, Suwa 2 war aber auch das weiteste, was wir bisher hatten. Na, schauen wir mal. Vielleicht kommen wir ja noch ein bisschen weiter. Dass wir endlich mal einen Win haben und nicht nur 6 Loses. Ah, ja, okay, so natürlich nicht. Ah. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee war, dieses Eulen-Ding mitzunehmen. War vielleicht eine falsche Entscheidung. Aber gut. Oh nein, diese Augen. Vor diesen Augen habe ich echt Angst. Okay, haben wir gut überstanden. Das Ding trifft uns nicht. Aber, okay, nee. Der Eulenspeer ist richtig geil, weil man halt so weit schießen kann. Aber dafür macht er, glaube ich, zu wenig Schaden. Als dass er dann... Ja, muss man abwägen, was man lieber mag. Lieber ganz weit angreifen, dafür aber nicht so viel Schaden machen. Oder lieber auf kurzer Distanz richtig viel Schaden machen. Quasi wie so ein Proptosis ist das. So, ich habe Angst, dass hier noch irgendwo diese Stacheldinger sind. Hier geht's nicht mehr weiter. Ach nein. Falscher Weg. Alles Rückzug. Rückzug. Wir müssen einen anderen Weg suchen. Brrr. Gehen wir halt nach links, oder? Links? Ist links ein guter Plan? Die Zombies werden halt wirklich immer stärker. Okay, noch ein bisschen Geld. Können wir uns eventuell gleich mal ein paar Leben wieder kaufen, wenn wir hier irgendwo einen Shop finden sollten. Das war ja klar.
So. Ist wahrscheinlich auch einer. Nee. Das ist ein echter Fleck. Okay. Aber dann der hier oben rechts wahrscheinlich. Hä? Achso, wir müssen hier rauf. Ah, okay. Verstanden. Okay. Los, Seelen, helft mir! Helft mir! Seelen, Seelen! Au! Toll. Das ist voll blöd, dass sie immer stärker werden. Beziehungsweise immer mehr aushalten. Ich gehe. Was sind das auch für assige Räume hier? Da Fug. Mag ich nicht. Du bist wahrscheinlich nicht echt. Doch, bist du. Oh, Schuhe. Was für Schuhe? Nee. Nee, ich behalte mein Speed. Mein Speed. Der ist mir heilig. Speed ist, glaube ich, das Beste, was man in diesem Spiel haben kann. Speed und weit schießen können. Verlangsamt das die? Oh Gott, dann ist er jetzt auch noch so ein großes Viech. Okay, der kommt hier aber anscheinend nicht hoch. Und die Dinger machen gar keinen Schaden? Okay. Genau, komm einfach mal hoch. Ja, du machst das schon. So. Ist die Frage, geht das Ding da durch? Nö. Okay, und was macht das? Das macht ja anscheinend keinen Schaden. Das Blöde ist, wir müssen da irgendwann in die Mitte. Wären wir nicht tot, dann wäre das hier irgendwie einfacher. Aber wir müssen ja diese Dinger da kaputt machen. Ah, okay. Nee, die geben gar nicht unendlich. Da kommen nicht unendlich Gegner raus. Gut zu wissen. So, alles weg? Nee, da sind noch mehr. Ah. Ihr Drecksviecher! Ich hasse dich, Auge. Ich hasse dich. Ah, okay. Haben wir wenigstens überlebt. Weitestgehend. Ja. Okay. So. Ich hoffe nur, das war der richtige Weg. Hä, was bringen denn diese Dinger dann? Die bringen ja gar nichts. Einfach nur Zierde, oder wie? Oh nein, noch so ein Raum. Na, diese Untoten sterben wenigstens mit einem Hit. Die hingegen nicht. Und der sollte. Schieß doch! Hä? Oh ja, toll. Nein. Oh Gott. Der hat gegen die Wand geschossen und ich weiß nicht warum. Jetzt müssen wir wieder extrem vorsichtig sein. Ich will jetzt nicht wieder so blöd sterben. Wow. Okay. Ich weiß nicht, wo die Augen sind. Ist Augilein tot? Ich weiß es nicht, ich habe Angst vor Augilein. Augi? Augi, bist du tot? Ich glaube, Augi ist tot. Aha, ganz viel Geld. Aha, Aber ohne Leben. Kommen wir schon weiter? Nee. Heißt, irgendwo ist noch ein Gegner. Da ist einer. Können wir jetzt immer noch nicht? Jetzt. Boss oder wie? Ist das jetzt der Boss? Ne, der ist ja eben. Oh. Ja, aber wir haben nur einen Hit und wir sind weg. Ist nicht schön. Wenn ich wenigstens wiederbelebt würde, durch irgendeinen Ring hier oder sowas. Durch irgendeinen Kreis. Ein Kreis, um mich wieder zu beleben. Und dann wäre ich zufrieden. Aber nein, die Ebenen werden ja stattdessen immer schwerer. Anstatt mir hier irgendwie mal zu helfen.
Irgendwas treffe ich. Ich greife einfach mal weiter an. Ist das Auge tot? Nein. Ist das Auge jetzt tot? Auge? Ne, immer noch nicht. Ist es tot? Ne, immer noch nicht. Hä? Wieso lebt das so lang? Drecksauge. So. Okay. Da muss man sich echt voll konzentrieren mit dem Spiel. Spiele, wo man sich konzentrieren muss, oder? Toll. Und jetzt sind hier noch solche Fake-Dinger. Die wir halt auch noch töten müssen. Ist ja denn, sie töten uns. Oh, okay. Da oben war zwar noch ein Fake-Ding, aber das müssen wir anscheinend nicht töten. Das sieht sehr verlockend aus. Vor allem das eine Schwert da. Leben, keine Leben, aber ein Helm. Dark Eye. Okay, werden wir anscheinend stärker? Oh, der gibt uns mehr Leben. Okay, nehmen wir den. Auf jeden Fall nehmen wir den. Der gibt uns Leben wieder? Increase Maximum Health. Ach, das macht auch sofort, dass man mehr Leben sofort hat. Okay, dann nehmen wir noch das Ding hier. Twixter Spear. Okay, irgendein Speer. A tricky weapon that deals tricky damage equipped to weapon. Ja. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das besser war als das andere Ding, aber wir haben zumindest 10 Leben nochmal mehr. Das ist schon mal schön. So, ein zur Zeit. Und irgendwie ist unser Trickster-Damage nicht so hoch, kann das sein? Was bist du? Book of Totem. Geld. Oder diese Truhen haben einfach nur richtig viele Leben. Auch möglich. Okay, aber zumindest keine Leben verloren. Und das sieht gar nicht mal so schwer aus hier, wenn ich ehrlich bin. So, ist das Viech tot? Nee. Oh Gott. Oh wow. Ja, geil. Eben erst Leben dazu bekommen, sitzen sie schon wieder weg. Warum kam da von da oben dieses Viech an? Na, geil. Drei. Wir brauchen dringend Leben. Oh, das ist auf jeden Fall der Boss. Okay. Da hätten wir schon mal einen Boss. Nur die Frage, ob wir diesen Raum hier überleben. So ohne weiteres. Sieht ja ganz gut aus, wenn wir so angreifen. Ja. Gut, danke. Okay. Bin ich mal gespannt, was das für ein Boss ist. Ah, hi. Cool, neuer Boss, den wir noch nicht kennen. Und das mit nur einem Leben. Passt schon. Die kann wahrscheinlich überall rauskommen, gell? Was ist das? Was sind das für Dinger hier auf dem Boden? Was
Das gefällt mir nicht. Oh, jetzt macht ihr auch noch Augen. Willst du mich verarschen? Okay, wir werden auf jeden Fall sterben. Wenn die auch noch Augen macht. Ja, geil. Läuft bei ihr. Wieso macht die Augen? Wieso, wieso, wieso? Hm, echt uncool. Wir haben erst die Hälfte ihrer Leben abgezogen. Wie soll man das schaffen? Blöde Nixe! Ah! Wie wird man stärker? Wie macht man überhaupt irgendwas? Oh mein Gott, warte. Wir gucken jetzt nochmal wegen den Blueprints. Was wir damit Schönes machen können. Wo sind die denn? So, wir haben auf jeden Fall irgendeinen neuen Typen gerettet, oder nicht? Was sagst du uns denn? Have you seen my cat? Hast du meine Katze gesehen? Die habe ich nicht. Ich wollte gar nicht zu... Aha, okay. Was hast du für uns? Nichts is equipped, but the way is blocked by mysterious... Achso, da müssen wir dann erstmal hinkommen. Was haben wir hier? Taverne. Willkommen in der Taverne. Viele meiner Regularien sind verloren in den Dungeons. Was? Was ist denn Regulars? Wusstest du, dass die Axt stärker wird, wenn sie bounced? Wenn sie... Bounced, ja. Bounced halt. Wenn sie abprallt. Hä? Und wo können wir jetzt diese Blueprints einsetzen? Ich würde gerne meine Blueprints einsetzen. Weißt du, was ich mit den Blueprints... Aha. Du hast also deinen Arm gebrochen. Das tut mir natürlich leid. Ist das jetzt hier oder wie? Also, haben wir so... We have 5 von 72 Blueprints. Aha. 5 von 72 also. Aha. Aha. Moment. Wie viel Geld haben wir jetzt hier? 1500, oder? Ja. Wir können uns also das Feuerwerk kaufen oder diese Axt hier. Yeah, wir haben eine Battle Axe. Hey, nein, gib mir die Battle Axe. Ich wollte die Battle Axe haben, also gib sie mir. Was ist, wenn ich hier die Leute angreife? Bin ich dann tot? Geht das? Nö. Okay, wir haben eine Battle Axe, aber... Okay, wir versuchen es nochmal. Wir haben eine Battle Axe. Auch wenn die Folge jetzt schon 50 Minuten lang ist, ich versuche das jetzt nochmal. Mit der Battle Axe ist das bestimmt ganz toll. So. Oh, oh, warte, warte, warte. Da rechts. Oh, wie geil, das will ich haben. Das Ding hier. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Ist da Geld drin? Ein Helm zumindest. Schamanenhelm bringt uns zwar jetzt nicht so viel, aber... Nee, bringt uns auch nichts. Moment, da war noch so ein blaues Ding. Ja, kann also gut sein, dass jetzt die Folge hier richtig lang wird. Oder wir sterben gleich einfach richtig schnell, dann geht sie natürlich nicht lang. Aber jetzt, wo wir die Axt haben, macht die mehr Schaden? Man weiß es nicht. Ich hoffe einfach mal, die macht mehr Schaden. Auf jeden Fall haben wir eine Axt. Klar, wir haben sie gekauft, die muss mehr Schaden machen. So. Oder was kann die Axt? Wir können ja nachgucken. Gains Power Bouncing off Walls. Ach, das hat er eben uns gesagt. Stimmt, den Quiz. Aha, wenn wir sie also von der Wand abprallen lassen, dann wird sie stärker. Gut zu wissen. Sehr super toll zu wissen. Dann lassen wir die jetzt mal abprallen. Und sie kann überhaupt abprallen. Das ist ja auch gut zu wissen. Und fliegt anscheinend auch. Na, okay, nee, so weit fliegt sie gar nicht.
So, wie viel Geld brauchten wir? Ich habe schon wieder vergessen, also gehe ich auch nicht wieder zurück. YOLO. So, und die wird wieder aggressiv, gell? Ja. Immer diese aggressiven Eulen hier. Ist echt schlimm. Naja. Naja. Erste Ebene schon mal geschafft. Oder ersten Raum der ersten Ebene. Sagen wir so. Plupp. Was soll wieder tot sein? Diesmal bringe ich mich aber nicht um. Nur mal an so eine blöde goldene Kiste ranzukommen. Sind wir da? Oh. Soul Warp. Was macht die? Bunch time at the caster's favor. Consumes the soul orb. Aha, dann werden die wahrscheinlich langsamer, die Gegner. Ach, es gibt verschiedene Seelenorbs. Oh, da wäre ich jetzt aber mal gespannt, was dieses Werwolfsorb-Ding gemacht hätte. Oh nein. Die sieht man immer viel zu spät. Könnt ihr euch nicht früher ankündigen? Okay, ich glaube, ich werde gleich schon wieder sterben. Dann geht die Folge ja doch nicht so lang. Schon wieder viel zu viele Leben verloren. Man kriegt aber auch viel zu selten hier Leben dazu. Das ist schlimm. Das ist das einzig Schlechte. Man kriegt viel zu selten Leben. Ah, nein. Und viel zu viele Gegner, die ein Leben abziehen könnten. Dann haben die halt auch alle so viele Leben. Wir sind gleich schon wieder tot. Ich hab. Was soll ich machen? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh nein, Hilfe. Jetzt ist die Frage, ob die sehen, ob es den ganzen Raum langsamer machen oder nur die Gegner, die bei mir nah dran sind. Piccolo aus. Okay, ich gebe auf. Ich gebe auf. Ja. Mann. Ja gut, dann bedanke ich mich trotzdem recht herzlich fürs Schau, liebe Leute. Morgen dann wieder eine Challenge bei The Binding of Isaac. Oder wieder die erste Challenge bei der Savior Mod. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und bitte mal Tipps geben, wie ich in A Wizard's Lizard besser werde. Oder wie man da mehr Leben bekommt. Oder generell Tipps, wenn es da welche gibt. Das wäre ganz toll. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.